Ja, wir haben hier in dieser Schublade ganz brauchbare Utensilien, zum Beispiel hier diese Einwegpinzetten oder auch die Mullbinden, das Leukoplast, die Scheren, um zu schneiden, oder auch hier diese Kanülen, Tupfer. Ja, der Bus ist dazu gedacht, dass er hier im Offenbacher Stadtgebiet unterwegs ist und die Schwestern, die Krankenschwestern, die hier aufsuchend tätig sind, Menschen ansprechen, die unsere Unterstützung brauchen. Und zwar wollen wir vor allen Dingen Menschen unterstützen, die keine Krankenversicherung haben. Es gibt schon Bedarf, definitiv. Es ist aber in Offenbach so, dass jetzt nicht nur Wohnungslose wie jetzt in Frankfurt auf der Straße so viel zu finden sind. Es sind einfach ganz viele Flüchtlinge, die ohne Versicherungsschutz hierher kommen. Und die sind natürlich einfach auch schwieriger zu finden als die, die wirklich auf der Straße leben. Segne dieses Fahrzeug der Straßenambulanz, das bereitsteht für Menschen, die in Krankheit sind, die arm sind und in Not geraten. Er helfe, Leben zu retten, Kranke zu versorgen und Wunden zu heilen. Stehe den Ärzten und allen Menschen bei ihrem Dienst zur Seite und stärke in vielen Menschen die Bereitschaft zu gegenseitiger Hilfe. Lass uns das Beispiel des barmherzigen Samariters nachahmen und deinem Sohn Jesus Christus nachfolgen, der sein Leben hingegeben hat zu unserem Heil. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich hätte auch den Regen segnen können. Das wäre, glaube ich, wirkungsvoller. Es braucht dieses Angebot, weil dieses Angebot auf konkrete Not von Menschen reagiert, Menschen, die nicht krankenversichert sind und Beratung und Pflege und Hilfe brauchen. Und es ist eine Form, auf konkrete Not zu reagieren. Und das ist ein menschliches Angebot. Menschen engagieren sich und Caritas engagiert sich. Dafür bin ich sehr dankbar.